Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück. Poly Bridge 3 Level aus dem Workshop. Angled Elevator von Pufax. 90.000, 3 Straßen, Standardmaterialien. Zwei Vespas suchen einen hübschen Parkplatz, während das Polizeiauto Patrouille fährt. Das Budget ist großzügig, Hydrauliken unbegrenzt. Challenge, schaffst du es mit nur einer? Wahrscheinlich nicht, aber trotzdem Grüße an mich und damit Grüße zurück an Pufax. Die ID wie immer in der Videobeschreibung, sowie gleich hier oben am Bildschirmrand. Wir haben verdammt viele Hydraulikphasen. Also, beide fahren und stoppen in der Mitte. Was mir... Ah ne, der fährt nicht gleichzeitig. Der fährt, muss nach da. A, B. Zunächst einmal muss das Ding hoch. So, das wird in der ersten Phase hoch gemacht. Dann fährt er von 1 zu 2 und von 2 zu 3. Dann geht es wieder runter. Dann kommt F und macht das Gleiche. Das heißt, dann habe ich den A-Wagen hier stehen. Und den F-Wagen rechts stehen. Dann kommt eine Hydraulikphase. Muss wieder runter. Dann fährt er hier rüber. Dann der Stopp, dann eine Hydraulikphase. Dann muss 3A hoch. Okay. Drei Meter ist erstmal ein Ticken zu hoch, leider für mich. Das wird nicht einfach. Speziell wegen der Drehung. Und das mit nur einer Hydraulik zu machen, glaube ich, wird für mich nicht nur nicht einfach, sondern unmöglich. Aber wir gucken mal. Da das Budget großzügig ist, haue ich hier erstmal Stahl ran. Und wir brauchen auf jeden Fall Guiding Arms. Die natürlich fest sein müssen. Und weil das Ganze hoch geht, muss es vor allen Dingen noch gesichert werden. Das heißt, wir nehmen hier das Bracing mit rein. Und theoretisch könnte das schon den ersten Schritt machen. Nicht ganz. Ich sollte vielleicht auch, was intelligent ist, wenn man das macht, die Brücke an der Hydraulik dran machen. Dann fährt der hinher. Der fährt runter. Dann fährt der hinher. Dann fährt der runter. Dann fährt der hin. Und dann kommt der entscheidende Schritt, wo ich irgendwie einen Wechsel machen muss. Was ich schon mal gut finde, ist, auf Anhieb, das hier funktioniert. Ich bin mir sicher, dass das hier auch mit Holz machbar ist, da glaube ich nicht so viel Belastung drauf war. Ich denke auch, dass die beiden hier noch aus Holz machbar sind. Das ist schon ein bisschen knapper. Eigentlich ist das sogar... Das ist doch nicht so schwer. Das größte Problem ist hier dieser Winkel natürlich hinzukriegen. Wobei ich vermute... dass diese, das werden 6 Meter sein, dass das hier auch 6 Meter entspricht. 6,9 Meter, das heißt, wir haben eine kleine Lücke. Also auf jeden Fall müssen wir hieraus ein eigen separiertes Ding machen, das erstmal sich nicht trennt, sondern erst dann, wenn ich es will. Was in dieser L-Phase ist.
Aber er kann nicht weiter hochfahren. Sollte das hier noch richtig machen? Jetzt bricht das natürlich, weil ich... Ah ne, das macht er nicht. Okay. Jetzt fährt er runter. Und er muss das sogar in einer Phase machen. Der muss in einer Phase von hier unten der Geraden in die Diagonale gehen. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich das mit einer Hydraulik machen kann. Ich wäre sogar ein bisschen überrascht, wenn das mit zwei Hydrauliken alleine geht, weil jetzt ist das Ding... Dieser gesamte Punkt hier ist irrelevant. Das heißt, ich muss das hier voneinander trennen. Das darf hier... Nee, nicht der. Doch, der schon. Der darf sich hier allerdings nicht... Nee, der darf sich... Moment... So. Der bleibt noch zusammen, das ist korrekt. Der bleibt zusammen und hier muss er sich trennen. Und da muss dann theoretisch ein zweiter Schwung rein. Was aber auch heißt, dass diese Hydraulik sich hier trennen muss. Und dann muss die Hydraulik ihn... Können wir da einen Guiding Arm machen? Wo ich einfach nur diesen Weg hier mache? Wäre das hier ein neuer Guiding Arm? Der als 3 sein muss. Natürlich wird er hier gefixt. Oder festgemacht vielmehr. Theoretisch wäre es dann immer noch der Guiding Arm. Dann müsste ich die beiden verbinden hier. Das hält ja... Ist das so viel mehr? Ich dachte, das wären nur 6,9 Meter. Ne, das sind 6 Meter. Also es ist doch genauso gemacht, dass es passt. So ist es richtig. 1, 2... Nicht so blöd, das zu verstehen. Ja, genau. Und jetzt könnten wir hier nochmal einen Guiding Arm für ausrechnen, der diesen Punkt hier machen soll. Und wenn ich wirklich ganz crazy drauf bin, werden wir es doch nochmal versuchen mit einer Hydraulik. Aber das ist so ein wahrscheinlich eher nicht Punkt. Dann musst du noch zu einem Split-Joint werden. Wichtig ist, dass diese Guiding Arms hier sich natürlich nicht bewegen dürfen, was aber dadurch gewährleistet wird. Ich weiß nicht, ob das so intelligent ist hier. Nee, muss leider nach links. Die müssen halt zusammenbleiben. Aber müssen sich lösen. Es kann sein, dass jetzt wieder die Brücke nicht funktioniert.
Schwachsinn. Zwei muss ich lösen. Die dürfen nicht zusammenbleiben, sonst stört dieser Guiding Arm die anderen beiden Guiding Arms. In der L-Phase wird es interessant. Weil da muss das zusammenbleiben. Und das muss zusammenbleiben. Was natürlich gut ist, wenn das hier auch noch in irgendeiner Art und Weise verbunden wäre. So. Nee, jetzt wird es trotzdem schwingen. Weil es natürlich nicht fest ist. Das heißt, wir müssten das... so halten. Ich mache das definitiv viel zu kompliziert. Aber das Budget ist wirklich sehr großzügig vom Pufax. Ja gut, ist egal. So, jetzt klappt der Unsinn. Der sollte jetzt in der L-Phase die hier lösen, die hier verbinden. Das heißt, dass die Straße wird so rumschwingen. In der L-Phase. Ich glaube, das ist gebrochen wegen des Kontaktes mit der... Wobei, nee, eigentlich nicht. Warum bist du gebrochen? Weiß ich nicht. So, wie viele Meter haben wir hier nochmal? 3,64 Meter. Wir nehmen das Einzige, was ich kann. Das ist dieser verlängernde Hydrauliktrick von ach komm, wie heißt gleich? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Das ärgert mich sehr. Lazy Combat natürlich gelernt. Du... Ich glaube, dass ich dich sogar so lassen kann, weil das hier sollte keinen Einfluss auf die Brücke per se haben. Jetzt müssen wir die hier nur ausmachen an allen Stellen. Die dürfen wir da nicht mehr haben. Und dann sollte ja nur noch die andere dauerhaft laufen. Gucken wir mal, ob das geht. Also das hat keinen Einfluss, weil das hier mit einem Seil eben locker ist. Jetzt sollte es theoretisch auch nicht mehr schwingen, weil die Hydraulik mit dem Seil das Ganze eigentlich halten sollte. Okay. Das ist etwas zu massiv anscheinend. Versuchen wir es nochmal. Ich hoffe, dass die Guiding Arms hier einigermaßen funktionieren und das dann eben so in Position halten, dass der hier reinkommt. So, jetzt sollen wir dich hier nochmal auf Muskeln machen. Hast du nicht losgelassen? Du solltest losgelassen haben. Dass das hier jetzt leider nicht stabil genug ist, gefällt mir gar nicht. Ich weiß auch nicht, ob es massiver sein sollte. Vielleicht hier an der Straße festmachen, statt hier unten am Holz. Es gibt auf jeden Fall ein bisschen bessere Bewegung. Aber du brichst dauernd.
Gucken wir mal, ob das besser ist. Jetzt machst du nicht mehr mit, weil das... Warum? Aber, nee, das ist eigentlich egal. Weil der wird dann noch gelöst. Verbindet sich erst, wenn er soll. Warum brichst du? Warum brichst du Muskel? Ist es, weil der hier theoretisch in eine andere Richtung zieht? Wenn ich da natürlich einen Stahl hin mache, wird er allerdings wieder Einfluss drauf nehmen. Mit einem Seil macht er nichts. Ach, der entscheidende Moment ist das, was ich nicht hinkriege, und das nervt mich. Wie bekomme ich die Diagonalbewegung hin? So, eigentlich dann einen Guiding Arm vom Anfang bis Endpunkt machen und mit einer Hydraulik verbinden. Mehr ist das doch im Prinzip nicht. Warum bin ich zu blöd dafür? So, das ist ein Guiding Arm. Jetzt nehmen wir direkt daneben den. Der wird da rumzicken. Ja, war klar. Jetzt können wir mal dazwischen parken. Jetzt tun wir den um 90 Grad drehen. Machen dir hier einen Guiding Arm hin. Dann können wir dich wieder einfügen. Die beiden werden einfach nur festgemacht. Werden dann mit einem Bracing versehen, der natürlich unterschiedlich lang ist. Ich glaube, das ist das primäre Problem. Wichtig ist hier, haben wir wieder Split Joints jetzt drinne. Und weil das jetzt ein doofer Split-Joint ist, muss hier alles genau durchdacht sein. Also eins löst sich von allen. Hier löst sich alles, da löst sich alles, da löst sich alles, da löst sich alles, da löst sich alles. Hier löst sich jetzt nur die 2 und hier löst sich nix. Jetzt sollte der wieder schwingen. Nicht in der Art. Nur 3 löst sich. Jetzt sollte das gehen. Wenn ich die hier wieder mal kurz in Position halte, machen wir es so. Ist zwar nicht elegant, aber erstmal egal. Das sollte jetzt funktionieren. Bis zu dem Punkt, wo die beiden sich hier eben mit dem L dann rumgeschlagen haben. Und dann sollte das schwingen. Weil sich dann die Hydraulik der Teil löst. Oder auch nicht. Warum wolltest du hochziehen? Weil 1 und 3 zusammen bleibt. Und du daran fest bist. Okay. Dann machen wir hier einen Split Joint rein. Ne, der ist eigentlich hier drin. Hab ich dich nicht gelöst? Das ist mein Fehler. Ich habe dich hier nicht gelöst. 2 löst sich. Jetzt sollte er schwingen. Bei L. Wobei schwingen... Doch, er... Ne, er kann nicht schwingen. Weil das Seil es festhält.
Wobei das nicht so schlimm ist, weil wenn er hochgezogen wird, würde er ja sowieso die Richtung gehen. Das heißt, das Seil würde locker werden. Und dann ist es ganz in Ordnung. So, jetzt brauchen wir hier mal einfach nur ein kurzer Test, damit eine Hydraulik eben vorhanden ist. Die kann ich so befestigen. Dann machen wir dich einfach fest. Dann bist du dauerhaft fest. Wichtig ist, du darfst nichts tun. Bis zur L-Phase. Bist du ausfahrend? Nein, jetzt aber. Sollte die sich lösen? Du solltest nach oben drücken. Du bist nicht stabil genug. Okay. Nächster Versuch. Vielleicht muss es auch massiv sein mit Stahl statt mit Kabeln. Jetzt bist du nicht mehr stabil genug. Jetzt nutzen wir das gesamte Budget. Jetzt geht das nicht. Warum, verstehe ich nicht. Aber gut. Warum klappt denn nichts? Warum brichst du denn? Wo ist dein Problem? Ist es, weil die Hydraulik hier einfach zu einem beschissenen Punkt ist, oder was ist los? Mei, oh mei, ich hasse Hydrauliken. Ich hasse Hydrauliken wie die Pest. Weil ich damit einfach nicht gut bin. So, festmachen und die Hydraulik wieder abstellen. Gucken wir mal, ob da irgendwas funktioniert, Jetzt hängt er nicht mal mehr fest. Warum hängst du nicht mehr fest? Weil ich hier die Verbindung gelöscht habe. Das macht Sinn. Okay, du machst das nicht mit. Versuchen wir es aus Stahl. Ich gebe mir heute übrigens maximal eine halbe Stunde für das Level, weil es ist bereits Mittwochabend und ich habe einfach keine Zeit, das sonst hinzukriegen. Um es noch rechtzeitig hochzuladen. Deswegen werden wir im Notfall darauf irgendwann mal zurückkommen müssen, wenn ich mehr Zeit habe. Ich glaube, das Problem ist, dass das Ganze hier eigentlich auf die Seite gehört. Ich glaube, das ist das Problem gewesen. Das bleibt doch eigentlich hier sowieso alles fest, oder? Ich glaube, das war das Problem. Weil er... Ja, das ist so... Ich bin so blöd. Natürlich ist das das Problem. Weil er... will ja in die Richtung drehen, genauso wie der hier. Wenn ich den hier mache, würde er in die andere Richtung drehen, was aber gegen den Sinn der Guiding Arms läuft. Das ist ja... arbeitet entgegen, weil die Arme diese Bewegung forcieren und der hier will aber so ziehen. Spielst du nicht mehr mit?
Nur falls müssen wir das mit Stahl machen. Es geht gar nichts mehr, ist auch geil. Wo plötzlich geht alles kaputt. Nächster Versuch. Ich hasse Hydrauliken, es bleibt dabei. Weil ich nicht verstehe, was das Problem ist. Löst sich das hier gar nicht? Lösen die sich nicht? Doch, eigentlich schon. Lösen sich diese Arme da nicht? Da ist der Fehler, ich Vollidiot. Ich bin so... Oh, ich bin so dumm. Natürlich muss ich da diesen Guiding-Arm auch löschen. Jetzt sollte es auf jeden Fall besser aussehen als vorher. Der Guiding-Arm muss natürlich mit der Straße bleiben, der andere Guiding-Arm löst sich. Hier war er natürlich noch mit der Straße verbunden, das heißt, der will ihn hochreißen, der wird aber hier eigentlich zusammengehalten. Das heißt, der Guiding-Arm hat mit dem Guiding-Arm zusammengearbeitet. Okay, doch nicht. Man kann sich das schönreden. Man kann es sich auch schönreden. Die Hoffnung, man hätte den Fehler entdeckt, aber ist doch nicht der Fall. Brauche ich dieses Bracing überhaupt? Diese Diagonale. Ich vermute ja, weil normalerweise würden... Das ist natürlich auch intelligent. Machen wir es mit einem Seil, dann bleibt es konstant, aber es wackelt nicht und es ist nicht fixiert. Ich glaube ja, weil die bewegen sich ja beide nach oben, wären also dann eigentlich irgendwann kolinear, wodurch es zu einem Kippen kommen würde. Aus dem Grund macht man ja eigentlich so ein Ding rein. Es ist wenigstens was anderes passiert. Auch wenn es mir eigentlich nichts geholfen hat. Ich brauche aber auf jeden Fall zwei Guiding Arms. Also mit einem Guiding Arm komme ich da nicht weit. Der wird ihn nicht in die richtige Position ziehen können. Ja, weil es einfach nur schwingt. Okay. Wir machen einen letzten Move. Und das ist ein sehr langweiliger. Den ich eigentlich nicht haben wollte. Aber den werden wir jetzt gehen. Und zwar den hier. Ich bin mir sicher, dass Pufax, vielleicht auch noch Ninja und Co. mir sagen werden, was ich falsch gemacht habe die ganze Zeit. Und dann kann ich mich ärgern, dass ich zu blöd dafür war. Wobei das hier noch nicht mal das endgültige Ding lösen würde. Ich muss natürlich daran denken, dass die hier eine andere Ding haben. Sich lösen, 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 zusammenbleiben. Ach, das heißt aber, das muss jetzt zu 1 werden. Und das geht nicht zu 1 werden, weil es am Eckpunkt ist. Ich hasse das. Machen wir aus dir die 3. Aus dir die 3. Weil dann bleiben die Dreier zusammen. Und hier heißt es ja, es löst sich alles. Was aber nicht passiert. Ich brauchte eigentlich 3 Punkte.
Und das geht nicht, weil es ein beschissener Eckpunkt ist. Oh, jetzt werde ich sauer. Ja, es hat keinen Sinn. Ich werde sauer, merke ich gerade. Also das heißt, ich bekomme das Level sowieso nicht schnell gelöst. Also müssen wir es dabei belassen. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Ich versuche in 2 Wochen, wenn wieder ein Level in Poly Patch 3 ansteht, dieses Level zu lösen. Vielleicht habe ich irgendwann dazwischen Zeit und kann mich daran setzen. Versprechen möchte ich nichts. Ich wünsche euch bis dahin noch ein schönes Wochenende und eine schöne Woche vielmehr. Hoffentlich bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.